Hallo, guten Morgen. Ja, mal ein ganz anderes Ambiente von mir. Und zwar bin ich dem Schnee abgehauen, mal kurzfristig. Und will dich heute früh mal ein bisschen provozieren. Hallo, hallo. Wer lässt sich von mir provozieren? Wie lange dauert es, bis du endlich die Schnauze voll hast? Wir Menschen, wir sind ja wirklich so leidensfähig. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, wir Menschen sind so wahnsinnig leidensfähig. Wir halten so viel aus. Wir lassen uns so viel gefallen. Ist das eigentlich normal? Ist es normal, dass wir immer diese Ehrenrunden drehen? Ist es normal, dass wir immer wieder auf die Schnauze kriegen, auf die Schnauze fallen, bis wir die Schnauze voll haben? Irgendwie schon. Irgendwie gehört es dazu. Aber jeder kann für sich selber entscheiden, wann er die Schnauze voll hat. Wann es reicht, wann es genügt, wann es genug wehgetan hat, wann der nächste Schritt sein darf, wann das Leben in die nächste Runde gehen darf, wann das Leben anders werden darf, wann die Dinge neu werden dürfen. So viele Leute warten noch darauf, bis sie das entscheiden. Und ich habe das selber auch so lange gewartet. Ja? Warten, warten, warten. Worauf eigentlich? Worauf warten wir immer? Bis es von selber besser wird? Bis sich etwas ändert? Ja, genau. Wir wurden sehr gut konditioniert. Du musst warten, wart noch ein bisschen. Die Dinge werden sich ergeben. Ja, das ist so. Das ist wahr. Die Dinge ergeben sich. Alles ergibt sich. Alles ergibt sich eh schon die ganze Zeit. Alles ergibt sich aus dir heraus. Aus dir heraus. Nichts fängt im Außen an. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Das heißt, du kriegst immer auf die Schnauze von dir selber. Ja, ich spreche heute mal ein paar klare Worte. Ja, wir geben uns immer wieder selber auf die Schnauze. Und es gibt so, so viele Meinungen. Es gibt so viele Lehren. Es gibt so viele Theorien. Alle, die sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung befasst haben, die kennen das, die wissen das. Und diese Theorien und diese Lehren sagen alle aus. Wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand. Jeder Einzelne hat sein eigenes Leben für sich selber in der Hand. Genau das wird immer wieder gesagt. Ja, und wie haben wir es in der Hand? Was können wir tun? Was können wir tun? Ja, super Klartext sprechen. Ja, es wird immer wichtiger, Klartext zu sprechen. Es wird immer wichtiger, dass Leute sich trauen, Klartext zu sprechen. Und aufhören zu jammern und aufhören zu sagen, oh, warum? Bei mir ist so schlecht und es klappt nichts und keiner mag mich und das Leben mag mich nicht und ich bin immer so beengt und ich bin immer so klein und so weiter und so fort. Das kennen wir alle, das sind unsere Selbstgespräche, das sind wir alle eins. Wir labern uns selber den ganzen Tag mit einschränkenden Geschichten voll und es geht nicht und es nervt mich und warum nicht und wieso jetzt noch nicht und so klappt es halt nicht. Wir senden alles aus, jeder einzelne Gedanke, jede einzelne Überzeugung ist eine Schöpfung, eine sofortige, instant creation. Jeden Moment in deinem Leben machst du sofortige Manifestationen, alles ist sofort manifestiert. Jeder Gedanke manifestiert sich sofort als ein Gefühl, wenn du ihn nicht wieder änderst. Sofort! Es ist sofort! Wir manifestieren, kreieren alles sofort. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, das Gefühl, das du hast, wenn du aufstehst, war nicht da, bevor du gedacht hast. War nicht da, bevor du aufgewacht bist. Du machst alles selber.
Und die Gründe, die du dir nimmst, warum du es selber machen kannst, die holst du dir schön im Außen. Gestern hat was nicht funktioniert. Das Wetter ist schlecht. Das Wetter ist schlecht. Ich bin scheiße drauf. Ich habe nicht genug geschlafen. Der Tag wird sicher beschissen. All so ein Zeug machen wir. Macht jeder den ganzen Tag. Und dann tragen wir es in alle Bereiche unseres Lebens. Die Überzeugung, die wir über die Bereiche unseres Lebens haben. Alles konkrete Manifestation. Mein Business ist nicht erfolgreich. Ich kann im Moment kein Geld verdienen oder Geld einnehmen. Geld kommt nicht zu mir, weil es ist ja Corona. Ja, wirklich? Okay. Mhm. Wieso gibt es denn Leute, die, weil es ist ja Corona, total erfolgreich sind? Ja, die haben halt Glück. Ah ja, haben die Glück? Nein. Es ist kein Glück, was dir widerfährt. Es widerfährt dir deine Energie. Deine Energie wird dir immer wieder um die Ohren gehauen. Den ganzen lieben langen Tag wird dir deine Energie um die Ohren gehauen. Und so ist es. Da kannst du nichts dagegen machen. Da kannst du nichts dagegen machen. Deine Energie wird dir um die Ohren gehauen. Und wenn das, was dir um die Ohren gehauen wird, nicht schön ist, nicht angenehm ist, dann darfst du deine Energie ändern. Und was ist deine Energie? Deine Energie ist die Summe deiner Überzeugungen, deiner Gedanken, deiner Aufmerksamkeit, deiner Erinnerungen, deiner zukünftigen Erwartungen, deiner alles deiner. Alles, was du für dich siehst, erkennst, wahrnimmst, alles ist von dir. Und wenn du jetzt die Schnauze voll hast, was alles von dir so rauskommt, was alles dir so widerfährt, was alles so in deinem Leben dir begegnet, dann kannst du es jetzt verändern. Und zwar nur jetzt, weil es gibt halt nur jetzt. Und dann kommt es wieder jetzt. Ja? Aber das Einzige, was du zur Verfügung hast, ist jetzt. Du hast gar nicht so viel Zeit. Du hast nur immer jetzt. Du hast immer nur den jetzigen, gegenwärtigen Moment. Und jetzt, wenn jetzt der Moment ist, wo du Schnauze voll hast, wenn jetzt der Moment ist, wo du denkst, okay, jetzt möchte ich es echt mal nett haben. Ich möchte es kuschelig haben, ich möchte es geborgen haben, ich möchte es liebevoll haben, ich möchte es freudig haben, ich möchte es vor allem sorglos haben. Dann ist jetzt der Moment, um das zu entscheiden. Weil, wieso nicht jetzt? Wieso ein anderes jetzt? Ja? Was ist an dem anderen jetzt besser als dem jetzt, das du jetzt hast? Ist ein jetzt morgen besser oder ist ein jetzt nachher besser, nachdem du Kaffee getrunken hast? Wie entscheidest du, welches jetzt wirklich gut ist, um für dich zu entscheiden, dass du die Schnauze voll hast? Wie viel Scheiß-Jetzte musst du noch erleben? Wie viel Scheiß, Frust, wie viel Schmerzen, wie viel Leid musst du erleben, um einfach zu sagen, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Nicht im nächsten Jetzt, sondern jetzt reicht's. Ja? Jetzt ist das Jetzt, wo ich eine Veränderung ansetze. Und das nächste Jetzt ist schon besser. Jetzt habe ich die Schnauze voll. So, jetzt. Jetzt ist vorbei. Ich hatte die Schnauze voll. Jetzt ist wieder gut. Jetzt gehe ich für mich. Jetzt lerne ich, meine Gedanken zu kontrollieren. Jetzt lerne ich, meine Welt zu kreieren. Und wie kreiere ich meine Welt? Indem ich meine Ansichten verändere. Indem ich meine Überzeugungen verändere. Indem ich meine Paradigmen verändere. Und was ist das allerbeste? Was ist der beste Spielplatz? Was ist der allerbeste Übungsplatz, um das zu tun? Und das ist die Ansicht, die du von einem Liebsten oder einem Geliebten oder einem in Zukunft dich oder von dir geliebten Partner hast. Das ist der beste Spielplatz. Der allerbeste Spielplatz. Weil da kriegst du sofort mit. Sofort mit, wie du drauf bist. Aber sofort.
Das kann sich innerhalb von einem Tag zigmal, unzählige Male verändern. Wenn du mit einer Person oder wenn du mit einer Person im Feedback bist, wo du genau weißt, Neville Goddard, everyone is you pushed out. Diese andere Person spiegelt nur deine Energie, spiegelt deine Überzeugungen, spiegelt deine Ansichten. Diese Person ist nur für dich da, um zu zeigen, wo du stehst. Jeden Moment des Tages. Wie ich es vorher gesagt habe, jeden Moment des Tages. Und wenn du so eine Achterbahn fährst an deinen Emotionen, an deinen Überzeugungen, an dem, was du gerade glaubst, dann wirst du es an ganz vielen Momenten des Tages spüren, was da so passiert. Es ist alles nur ein Zeigeinstrument, was im Außen passiert. Es ist nur eine Information deines Zustandes. Immer. Ich schwör's dir, ich wollte es nicht glauben, aber es ist immer so. Und das Krasse ist, diese Veränderung, wenn du wirklich bewusst bist und dir schaust, wie läuft dein Tag, was passiert dir unterwegs im Verhältnis zu anderen, dann weißt du, das bist nur du. Das bist nur du, da ist nichts. Da ist kein freier Wille. Da ist kein Schicksal. Da ist nichts. Da ist nur du. Du, deine Realität und deine Welt. Und wenn die dir jetzt so nicht mehr gefällt, Schnauze voll, dann kannst du das verändern. 100% und immer. Und du weißt es und du glaubst es und du zweifelst dennoch dran. Weil wir so programmiert und konditioniert sind. Und deswegen liegt es jetzt an dir, in dieses Vertrauen, in dieses tiefe, tiefe Wissen reinzugehen, dass es außerhalb von dir nichts gibt. Everyone is so pushed out. Neville Goddard. Jeder und jedes, jede Situation ist das, was du in ihr sehen kannst. Und das Spannende ist, was kannst du in einem Menschen sehen? Wie viele Versionen kann ein Mensch dir zeigen? Unendlich viele Versionen kann ein Mensch dir zeigen. Du kreierst, du ziehst jede Version aus jedem Menschen. Du kannst, das hast du schon 100.000 Mal erlebt, Leute, die jeder doof findet, du findest diese Person toll. Warum? Warum findet jeder diese XY-Person blöd? Aber warum bist du in der Lage, diese Person toll zu finden? Weil du eine andere Sichtweise hast. Weil du etwas anderes in dieser Person siehst. Weil du etwas anderes erlauben kannst, in dieser Person zu sehen. Und das ist so wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst. Weil damit kannst du Menschen heilen. Damit kannst du Menschen glücklich machen. Damit kannst du deine Welt verändern. Damit kannst du tolle Menschen in dein Leben ziehen. Damit kannst du tolle Liebe in dein Leben ziehen. Damit kannst du, ich sag's jetzt mal krass, aus einem notorischen Lügner die treueste Person machen. Du kannst alles tun. Du kannst jeden zu allem machen. Du kannst für dich dein Paradies erschaffen. Du kannst für dich entscheiden, dass du dich nur mit grandiosen, wunderbaren Menschen umgibst. Du kannst dich entscheiden dafür, dass alle Leute, die du triffst, dich lieben und unterstützen. Du kannst es für dich machen. Mach's doch einfach. Und ich finde einfach diesen Spielplatz der Liebe oder der Beziehung einfach so ein gutes Feld, weil du halt da wirklich 24 Stunden am Tag deine Feedbackschleife hast. Wie fühle ich mich, wenn ich an die Person denke? Wie fühle ich mich, wenn ich an die Vergangenheit denke, die ich mit dieser Person habe? Wie fühle ich mich, wenn ich an die potenzielle Zukunft mit dieser Person denke? Ja? Daran siehst du genau, wie deine Einstellungen sind, wie deine Überzeugungen sind, was du glaubst und was du für möglich hältst.
Und wenn du das Großartigste und das Beste für möglich hältst, dann würde das Großartigste und das Beste passieren. Und es ist egal, ob es sich um eine spezielle Person handelt oder eine spezielle Situation, wie zum Beispiel ein Business oder ein Zustand deines Bankkontos. Es ist alles die gleiche Leier. Es geht alles auf die gleiche Art und Weise. Und da die Meisterschaft zu erreichen, das macht so viel Spaß. Das macht einfach so viel Spaß, wenn du eben nicht mehr abhängig davon bist, sondern wirklich diesen Spaß und diese Spielerei in dem, was du wirklich bist, herauszufinden, was du alles aus dir heraus kreieren kannst, das mit Spaß und Freude und Leichtigkeit zu machen. Ich meine, was hast du gerade Besseres zu tun? Du bist jetzt gerade eh nur am Abwarten, was da draußen so passiert. Ja? Aber anstattdessen, lass doch mal das da draußen passieren und schau mal, wie du für dich, egal was da draußen ist, jetzt, ein geiles Leben kreierst, eine geile Beziehung, ein geiles Bankkonto, was auch immer. Wir fangen nächste Woche, am 14. Ist das schon nächste Woche? Ich glaube schon. Ja, genau. Na klar, am Montag. Fangen wir an. Ich mache dieses geile Angebot, dass du einmal spürst, wie das geht. Dass du einmal merkst, wo deine Power sitzt. Wo mit Zettel und Stift und einem klaren Konzept du anfangen kannst, alles zu verändern in deinem Leben. Dich zu verändern, die anderen zu verändern, deine Situationen zu verändern, deinen emotionalen Zustand zu verändern, deinen Gesundheitszustand zu verändern. Ich habe es jetzt so weit gebracht, dass ich einen 6-Schritte-Prozess extrahiert habe aus meiner ganzen Arbeit, den ich dir präsentieren kann. Und du brauchst Zettel, Stift und dann merkst du, wo deine Power liegt, wo deine Macht liegt, wo du kreierst. Ja? Direkt hier in dir, aus dir heraus. Wir gehen in dich rein und machen dich und deine Welt neu. Und das Ganze für 99 Euro pro Session. Ich biete 3 Sessions an. Du kannst nur eine buchen, du kannst 2 buchen, du kannst 3 buchen. Ich empfehle dir natürlich alle 3 zu buchen, weil die bauen aufeinander auf. Wenn du nur 99 Euro hast zum Investieren, dann investier dir und hole dir zumindest diesen Prozess, dieses 6-Schritte-Konzept, das ich dir quasi schenke, aus jahrelanger Übung, Coaching, Feedback. Es klappt. Es klappt. Und wenn du mich schon lange, vielleicht eine Zeit lang oder eine Weile lang hier verfolgst, dann weißt du, ich bin nicht eine, die irgendwie die tollsten Ergebnisse verspricht und sagt, ja, was weiß ich, 6-stellig in 5 Tagen und so ein Quatsch. Das ist nicht mein Ding. Mein Ding ist, dich in deine Macht, in deine Power zu bringen und 100%ig anzuerkennen, wer du wirklich bist, dich in das Vertrauen zu bringen, dass es keine Situation gibt, die du nicht managen kannst und zu deinen Gunsten drehen kannst, so dass du dir die Erlaubnis geben kannst, einfach den ganzen Tag rundherum zufrieden, sorgenfrei und glücklich zu sein. Und wir üben jetzt einfach mit dieser spezifischen Person Geschichte, weil du dann sofort die Wunder erkennst und weil du dann sofort erkennst, dass es wirklich nur mit dir in Resonanz, in Zusammenhang steht. Also ich poste nachher nochmal diesen Link. Mit 99 Euro bist du schon dabei und kommst einfach mal deinem Potenzial als Schöpfer, als göttlicher Mensch, als Mensch gewordene Gott wirklich näher. Und mach dir das möglich für Weihnachten, lade deine Freunde, Freundinnen ein und lass uns zusammen schauen, was da alles drin liegt. Da liegt alles drin, da liegt dein ganzes Leben drin. Wenn du nur einmal Lunte gerochen hast und einmal gemerkt hast, verdammt, ich brauche Zettel und Papier, ich brauche mich hier und dann kann ich das Leben kreieren. Wie ein Architekt seine Stadt am Reißbrett kreierst
du dein Leben auch am Reißbrett. Und du machst es jetzt bewusst und du machst es nicht unbewusst mit all deinen Konditionierungen, Angsten und Sorgen, die dich den ganzen Tag durchs Leben treiben, deine Gedanken treiben, deine Ansichten treiben, die dich dazu treiben, und jetzt werde ich ganz krass, Menschen abzustempeln. Ja? Bist du auch jemand, der Menschen abstempelt und sagt, ja, aber du warst immer so und so und du bist ne. Und nachher wunderst du dich, warum die Menschen so sind, wie du es immer von ihnen glaubst und warum sie sich dir gegenüber so zeigen. Und das geht ja so krass und so weit, dass Menschen im ewigen Streit mit ihren Ex-Partnern sind, ungeachtet zum Beispiel Kindern, weil der ist ja so böse, der hat mich belogen, der hat mich betrogen, das ist ein schlechter Mensch und der ist geizig und bla 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 bla. Ja, und dann hast du einen Menschen in deinem Leben, den du dir selber kreiert hast, der ein Feindbild für dich ist und den du zum Feindbild womöglich noch für andere Familienmitglieder, sei es noch Kinder, macht. Weißt du, wie viele Menschen das machen? Das ist das Allerhinterletzte. Ich habe aus meinem Mann einen grandiosen Vater und Freund gemacht. Und stell dir vor, in seiner Wohnung sitze ich gerade und mache dieses Live-Video. Obwohl wir seit über 13 Jahren getrennt sind, er mich belogen hat, betrogen hat, wir 3 Jahre lang keinen Kontakt hatten, er unser Kind 3 Jahre lang nicht gesehen hat. Unser Sohn ist jetzt 18 geworden und hat den allergroßartigsten Papa der Welt, hat das allergroßartigste Auto zu seinem 18. Geburtstag bekommen von seinem Papa und die Mama sitzt in der Wohnung dieses Papas, weil sie nachher noch ein Date mit ihm hat, mit meinem Ex-Mann. Warum? Mit einem, der mich belogen und betrogen hat, mit einer anderen abgehauen ist, mich alleine sitzen hat lassen, mich in eine riesengroße Misere gebracht hat. Was habe ich dazu beigetragen? Eine ganze Latte, das kann ich dir auch erzählen. Aber was habe ich noch dazu beigetragen? Ich habe es gedreht. Ich habe gefragt, wie will ich denn diesen Mann haben? Wie will ich diesen Vater haben? Wie will ich diesen Mann in meinem Leben haben? Wie darf der sein für mich? Das habe ich alles selber gemacht für mich in meinem Leben. Habe ich das alles selber gemacht. Und ich möchte, dass das jeder macht und dass keiner mehr irgendjemanden hasst, dass keiner mehr irgendjemanden ablehnt, dass keiner mehr irgendwo aus blödsinnigen eigenen Gedanken, Konditionierungen und Vorstellungen, dass das Leben so sein muss und dass man sich das ja nicht gefallen lassen darf, dass man belogen, betrogen und was weiß ich nicht was worden ist. Leute, darum geht's nicht. Es geht darum, dass everyone is you pushed out und du hast es im Griff. Und hier geht es nicht um Ehre, um Stolz, sondern hier geht es um Schöpfung, hier geht es um Kreation, hier geht es um deine Kraft, hier geht es um deine Macht. Liebe, Gemeinsamkeit, Freiheit in die Welt zu bringen. Und wenn dir das nicht 99 Euro wert ist, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. So schaut's aus. Also, klare Worte, melde dich an oder lass es bleiben, leide weiter, hab die Schnauze einfach noch nicht voll. Ich meine, das Leben geht auch so zu Ende, auf jeden Fall. Aber hast du Bock? Frag dich das einfach. Ja, in diesem Sinne, bis dann. Tschüssi.